Heute werden wir aus Quarkteig einen sogenannten Quarkstuten herstellen. Für unsere Quarkstuten brauchen wir Mehl, Zucker, Speisestärke, Speisequark, Eier, Vanille, Zitrone, Rum, Salz, Butter, Zitronat und Backpulver. Backpulver, weil der Quarkstuten ein reiner Teig ist, der mit Backpulver gelockert wird. Speisequark könnt ihr Magerstufe nehmen oder 20% oder 40%. Da müsst ihr nachher nur, wenn ihr 40% Quark nehmt, dann müsst ihr nur ein bisschen von der Butter abziehen. Des Weiteren habe ich, sieht man rechts im Bild, so eine blaue Klarsichtschüssel oder Schale. Da habe ich gestern schon Zitronat und Rosinen mit einem kleinen Schluck Rum eingeweicht. Ich habe mir jetzt hier von der Butter habe ich ein bisschen was aufgelöst. Die kommt zwar in Teig nachher rein, aber ich werde auch von der Butter gleich verwenden, um meine Backform zu fetten. Das heißt, ich werde einen Pinsel nehmen, die Backform innen leicht einfetten und zusätzlich noch mit Semmelmehl bestreuen. Hat den Vorteil, dass die Butter wunderbar dran kleben bleibt und auf jeden Fall der Quarkstuten nachher beschädigungsfrei aus der Form geht. Wobei es bei diesen Formen nicht so schlimm ist, weil man kann wunderbar auch am Rand lang schneiden, wenn er mal wirklich ein bisschen kleben sollte. Dann kommen wir zur Teigherstellung. Ich habe jetzt hier mein Mehl und mein Weizenpuder oder Speisestärke. Dann habe ich hier mein Backpulver. Jetzt werde ich als erstes Mehl rein mit der Speisestärke und dann das Backpulver. Und damit sich das auf jeden Fall richtig verrührt und nicht klumpt, verrührt ihr das einfach miteinander. Ihr könnt natürlich, bevor ihr auch das Mehl siebt, könnt ihr es mit reingeben und dann mit zusammen versieben. Geht auch. Ich habe es bloß vergessen. So, jetzt kommt der Quark rein. Unser Salz oder mein Salz, die beiden Eier, Vanille, Zitrone. Vanille nehme ich hier wieder so in die Mühle, mal wieder ein bisschen was rein. Gibt zwar ein bisschen schwarze Stücke nachher, aber da muss man mit leben. Dann mein Zucker. Und ein Teil der Butter, weil ein bisschen brauchen wir nachher noch, um den von außen zu buttern. Wer jetzt aufmerksam zugesehen hat, die Früchte, die kommen noch nicht rein. Da lassen wir erst den Teig laufen und geben die Früchte ganz zum Schluss rein, weil die würden sonst zermatschen und der Quarkstuten würde dadurch grau werden. Und man hätte natürlich auch keine Früchte mehr drin. Schon drin, aber eben zerquetschte. Das lassen wir jetzt zu einem glatten Teig laufen. Auch hier der Hinweis, wer einen möglichst gelben Teig haben möchte und womöglich einen hohen Butteranteil oder einen hohen Eianteil vorzugaukeln. Eine Messerspritze Kurkuma rein. Kurkuma, auch Gelbwurzel genannt, Hauptbestandteil vom Curry. Schmeckt zwar, man kann es schmecken, aber es färbt eher, als dass es schmeckt. Ein
Nach einer Knetzeit von 2-3 Minuten haben wir hier so einen Teig. Der sollte von der Festigkeit her so sein wie der hier. Wenn er euch ein bisschen zu fest ist, macht da notfalls noch ein Eiweiß rein, ein halbes Ei. Wenn er euch zu weich ist, einen Löffel Mehl. So ist er jedenfalls gut, so wie er jetzt hier ist. Jetzt kommen wir zu den Früchten. Das sind jetzt die in Rum eingelegten Früchte, also Zitronat, Orangat. Nur Zitronat und Rosinen. Wer Orangat hat, kann auch Orangat nehmen oder halb-halb. Wie gesagt, ich habe hier nur Zitronat und Rosinen. Diese leicht rötliche Färbung kommt daher, dass der Strohrum ein bisschen rötlich ist. Diese Früchte lassen wir jetzt nur ganz kurz mit unterlaufen. Das heißt also nicht jetzt stundenlang kneten, weil sonst würden sie jetzt zerdrückt werden, weil die auch durch das Einlegen, durch das Einweichen in dem Rum relativ weich sind. Nur kurz mit unterarbeiten. Wenn es ein bisschen rutscht, notfalls ein Löffel Mehl noch mit rein. So, das war's schon. Jetzt nehme ich einfach meinen Teig aus der Maschine. Bisschen zerschmälen. Und aus dem Kessel nehmen. Zwei Quarkstuten draus. Machen wir uns einfach so eine runden Teigstücke. Ist ein bisschen schwierig, weil der klebt relativ stark. Spätestens jetzt solltet ihr den Ofen anschalten. Wobei es nicht so schlimm ist, wenn die Teigteile jetzt vielleicht eine halbe Stunde draußen stehen, da passiert nicht viel. Wir nehmen unser Backblech, legen unsere Formen drauf. Während unsere Quarkstuten so ein bisschen lang rollen, länglich, in die Form legen. Und so ein bisschen breit drücken. Genauso machen wir es bei dem zweiten. So, jetzt nehmen wir unsere Butter. Und pinseln die oben schön mit Butter ein. Jetzt haben wir immer noch einen Rest Butter, die brauchen wir nachher noch, weil wir zuckern die. Denn unseren Schaber auch kurz fetten und die drücken wir jetzt in die Mitte einfach so rein, dass in der Mitte so ein Schlitz entsteht. Richtig ruhig bis zum Boden durch. Da wird sich ein Teil wieder schließen, aber es wird nachher so einen Ausbund geben, der so ein bisschen so aufbricht. Jetzt werden wir die in den Ofen schieben. Ich habe jetzt nochmal einen umgedreht. Das hat nur damit zu tun, dass ihr den Ofen dann von beiden Seiten betrachten könnt. Jetzt schieben wir die Quarkstuten in den vorgeheizten Ofen. 180, 190 Grad Oberhitze, Unterhitze. Backzeit schätze ich mal ungefähr dreiviertel Stunde, eine halbe Stunde.
Nach einer Gesamtbackzeit von 35 Minuten, ging also doch schneller als ich dachte, werde ich sie jetzt aus dem Ofen nehmen. Ich werde jetzt, sobald sie aus dem Ofen jetzt raus sind, mit meiner restlichen Butter noch einmal die abpinseln. Dann auskühlen lassen oder fast auskühlen lassen. Dann werden sie nochmal kurz gebuttert und in Zucker gewälzt. Aber jetzt lassen wir sie erstmal eine gute halbe Stunde auskühlen. Wenn die jetzt halbwegs ausgekühlt sind, nehme ich meine Formen runter und butter die mit der restlichen Butter. Wenn ihr jetzt keine Butter mehr habt, dann müsst ihr euch halt nochmal neue auflösen. Butter dient natürlich hier als Geschmacksträger und auch dazu, dass der Zucker besser klebt. Außerdem versiegelt die das Gebäck jetzt noch ein bisschen und schützt es jetzt vor dem Austrocknen. Also ruhig ordentlich rauf. Jetzt habe ich hier meine Schale mit Zucker. Da werde ich jetzt einfach meinen Quarkstuten ordentlich zuckern. Wenn man jetzt eine größere Schale hätte, könnte man ihn komplett drin wenden. So muss ich mich also mit begnügen, das so ein bisschen reinzumachen. Wer möchte, kann jetzt auch noch leichten Zimtzucker nehmen. Hier liegt jetzt mein fertiger Quarkstuten, schön gebuttert, schön gezuckert. Jetzt werden wir ihn mal anschneiden. Er ist zwar noch lauwarm, aber ich werde ihn trotzdem anschneiden. So, man sieht, er hat also wunderbaren Ausbund, hat ist durchgebacken. Ansonsten würde man jetzt hier im unteren Bereich, zum Beispiel hier so, noch Teigreste finden, also noch nicht durchgebackenen. Beim Brot zum Beispiel würde dann sich hier so eine Wasserleiste bilden, ist alles nicht. Er ist also auch wunderbar von der Porung her. Wie gesagt, mit den Früchten ist nicht jedermanns Sache. Rosinen oder Zitronat, Orangeat. Man kann da natürlich alternativ auch andere Früchte nehmen. Getrocknete Aprikosen, getrocknete Cranberries. Wenn man sich mal an so einem Regal vorbeigeht, gibt es tausende getrocknete Früchte, die man da reinsetzen kann. Man kann es auch komplett weglassen. Genauso die Zuckermenge, die kann man nach unten, nach oben im Rahmen auch noch erhöhen. Hier seht ihr nun den fertigen Quarkstuten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Produkt mal nach. Solltet ihr jetzt Wünsche haben, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst in den Kommentaren einfach euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald umzusetzen. Danke sehr.